Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil von dem Prolog vom Supermarkt Simulator. Ja, das hat sich hier, glaube ich, nicht erholt. Nee. Ja, dann weiß ich auch nicht. Ich lasse den Karton jetzt erstmal hier stehen. Keine Ahnung. Vielleicht ist das auch nur ein Anzeigebug und da ist wirklich was drin. So, ich muss noch was bestellen. Wir haben 510. Also, ich Milch. Milch schon wieder. Mehl, Nudeln. Milch, Mehl, Nudeln. Milch, Mehl, Nudeln. Ja, Erdnussbutter Chips. Erdnussbutter Chips. Ich best. Na, okay, das Duschgel habe ich da ja noch. Bestell noch mal Brot und Kaffee. Ich habe jetzt ein bisschen Geld über, ne? Brot, Kaffee, das ist ja auch so, wie ich es wollte. Noch mal Thunfisch, der ist ja so teuer auch. So. Mehr als 10 Produkte kann man eh nicht bestellen. Auf einmal, da muss man noch mal ein zweites Mal bestellen. So, dann lohnt sich das. Dann gucken wir gleich mal nach den Rechnungen. Jawohl. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall Cola. 1, 2, 4 Produkte. Dingens und nochmal eins. Ja, da würde ich nämlich hier nochmal ein Regal hinstellen. Dann würde ich hier Whisky und Wein und dann noch mal zwei Reihen Klopapier machen. Komm, das Geld haben wir noch. Moment, nee. Das kostet ja 125, ne? Jawohl, komm. So, dann ist unser Geld nämlich auch weg. Und die Produkte waren so viere. Wir haben eins, zwei, drei. Ein Dings muss ich auch noch bestellen, ein Fridge dann. Und wenn wir das stehen haben, können wir dann gucken, dass wir dann die letzten Produkte irgendwann freischalten. Na, passt gerade, ne? Ach, was ich nur mal gucken muss. Produkte. 9,29. Ich kann mich nämlich nicht erinnern, dass der mir heute Morgen irgendwas gesagt hätte. Deswegen überprüfe ich das lieber nochmal. 2,42. Aber da müssen sie mal irgendwie eine andere Lösung machen, denke ich. Wenn ich hier nachher so viele Produkte habe und ich muss das dann erst kontrollieren. Okay, es ist natürlich so, wenn ich hier die Kassiererin habe, kann ich mich um sowas natürlich kümmern, ne? Um die ganze Produktauffüllung und Preise und hast du nicht gesehen. 5, 14. Und ich weiß ja auch nicht, was steht das hier, was das kostet? Ne, hier ist das Lager. Da weiß man leider nicht, was das kosten wird, ne? Ja, komm her. Brot. Hm.
Hier sind auch noch zwei Packungen drin. Ja, aber trotzdem hätte hier eine reingekonnt. Aber ich sehe gerade was. Haha. So. Was war hier? Achso, das war das Duschgel. So, nochmal Chips. Bam, 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 bam. Ups. Und Milch. So, Erdnussbutter. Ich bin ja echt mal gespannt in der Vollversion, was da dann noch alles für Produkte kommen und wie groß der Laden letztendlich wird. Weil, wie gesagt, was mir hier noch fehlt, ist Obst und Gemüse. Vielleicht kommt das ja am Schluss. Also später. Nee. Da habe ich mich vertan hier. Schade, dass man das nicht nochmal umstellen kann, wenn man sich vertüddelt hat. Okay, so, dann habe ich eh kein Geld mehr. Dann kann ich ja mal aufmachen. Warum er hier manchmal so meine WASD-Tipperei da in dem Computer hat, weiß ich auch nicht. So. Ja, wenn du so im Supermarkt bist, haben die ja meistens sowieso immer so eine ganze Palette voll mit Klopapier. Von daher. Also so ein ganzes Regal von oben bis unten. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie viele Kunden ich hatte. Ob das mehr geworden sind, wollte ich ja darauf achten. Habe ich vergessen. 15, 19. Und ich vermute mal, die letzten Produkte sind auch nicht so. Gerade Whisky und Wein werden wohl nicht billig sein. Das reimt sich sogar. Da muss ich ein bisschen sparen. So, 64 Cent. Aber das gucken wir uns auf jeden Fall noch an, die letzten Produkte, die letzten sechs. Und dann sind wir mit dem Prolog durch. Und bloß die Freischaltung kostet erstmal 475. Und ich brauche vorher auch noch ein Regal. Und da muss ich ja hier die Regale sowieso voll halten. Na, nehmen Sie mal ein bisschen Duschgel, dass ich umräumen kann. Natürlich Chips. Das Duschgel ist unten. Jawohl. Jawohl, passend. So, da hat wieder jemand einen süßen Zahn. So, Klopapier. Einmal nur. Okay, das ist normal. Noch einmal. Okay, mal gucken, ob das Regal jetzt noch verbuggt ist. Da steht auch noch ein Preis. Das heißt, da ist noch Ware drin. Wenn ja Ware raus ist, so wie hier, dann sind ja keine Preisetiketten. Also irgendwas ist da buggy, weil die hat da irgendwie zugegriffen, als ich das da eingeräumt habe.
Und da hat er sich irgendwie verhaspelt. Boah, 177 durch das Klopapier. Hat er sich irgendwie verhaspelt. 1, 2, 3. So. So, Duschgel. Na, okay. Geht schon gut weg. Aber wie gesagt, wir haben schon 2 Uhr nachmittags und ich musste jetzt noch nicht wieder auffüllen. Also das ist wirklich, man sollte das wirklich richtig voll machen. Okay. Und ich nehme schon wieder die großen. Ja, wie gesagt, hier ist noch das Preisschild. Also, naja, vielleicht greift ja ein NPC zu, ich weiß es nicht. Chips. Ja. Tatsächlich. Dass sich das wieder einrenkt, aber ich glaube nicht. Muss ich vielleicht mal 20. Ich kann nicht reden und nachdenken gleichzeitig, das geht nicht. 5, 4, 5, 6. Ansonsten ist es hier halt verbuggt in dem Spielstand. Wenn das jetzt der richtige Spielstand wäre, also aus dem richtigen Spiel, 1, 4, würde ich gucken, dass ich das Regal verkaufe. Ne? Nudels. Ich fülle das jetzt nicht ein, wenn er das da rausnimmt, sonst ist das da auch nochmal verbuggt. Klopapier, ist es weg? Jawohl. Hier siehst du? Jawohl. Es war dann ein Grafikbug, also ein Anzeigebug. So, dann bestellen wir noch. Ich bestelle noch mal zweimal Klopapier. Oder dreimal. Komme. Jetzt muss ich natürlich hier, gerade jetzt, wo ich auffüllen will, jemanden haben, der hier so viel Wechselgeld zurückkriegt. So, Klopapier. Komme. Jawohl. So, jetzt können wir nochmal zuschlagen, denn ich habe auch keine Milch mehr. Sehe ich gerade. Eins, zwei, drei. Ah, ich wieder. Zwei. 36. Hilfe. Ich muss noch ihr aber noch mal unbedingt bestellen. Ey, was mache ich denn hier immer? Ich habe schon richtig gemacht. Ich bin da nur. Nee, nach ihr bestelle ich jetzt erstmal Milch. Weil es ist gleich 9 Uhr. Na, okay, dann bestelle ich. Huch! Also manche Leute, ne? So. 5, 6, 7, 8. Was ist denn da oben? Müsli, okay. Auch keins mehr da. Dann müssen wir alles morgen bestellen.
Okay. So, ich habe es aber noch geregelt gekriegt, dass ich hier nochmal zumindest die Milch. Also wir haben gut gekauft. Also ich darf jetzt nicht vergessen zu gucken, wie viele Kunden wir haben. Oder hatten. Das kann ich immer noch nicht machen. So, der Thunfisch. Die Chips gehen immer nicht aufzufüllen. Was ist mit euch los? Kuchen. So. Okay. Ja, den Rest muss ich morgen machen. Das warte ich noch, bis die das aufkaufen. Ich habe 700. Das heißt, ich kann dann morgen noch mal so einen Fritsch bestellen. Okay, machen wir das. Products not found. Start next day. So, Eier, Shampoo, Kuchen, Brot. Eier, Shampoo, Kuchen, Brot. Eier. Eier. Shampoo. Ach, das ist so Shampoo. Ich dachte, das ist Duschgel. Shampoo, Kuchen. 4,14. Und Brot. Gibt es noch was anderes, was Bread ist? Okay, dann gucke ich noch mal durch. Ein Sliced Bread. 2,42. Ja, 2,42. Was ist denn jetzt das vierte Produkt, wenn es kein Brot ist? Hier 54. Klopapier ist geblieben. Und was habe ich mir nicht angeguckt? Ja. Wie viele Kunden wir gestern hatten. Das vergesse ich immer. Okay, die Preise sind aber alle okay. So, ich muss bestellen. Hier ist Shampoo und nochmal einmal Chips. So, also ich muss bestellen. Auf jeden Fall hier. Zweimal. Shampoo kann ich noch mal bestellen. Dann kann ich nämlich, wenn die das da leer kaufen. Und ein Rack wollte ich machen, ne? Ein Fridge. So, das Kaffee, Eier, Nudeln, Kaffee, Eier, Nudeln. Das gibt's doch nicht. Kaffee, Eier, Nudeln. Mir ist es nämlich unklar, wenn ich hier raus bin, dass er das dann annimmt. So, tun Wasser würde ich noch mal bestellen wollen. Oh, Seife. Dann machen wir auch noch mal Brot. Seife. So, und wir können 10 Sachen bestellen auf einmal. Einmal bestelle ich jetzt noch was. Dann haben wir das auch auf Lager. Süßigkeiten. Süßigkeiten. So. Bestellen. Dann zu den Rechnungen. License.
Okay, 475 immer noch. So, und dann ab. Hier ist das Switch. So, dann habe ich mir hier so eine kleine Durchgangsnische gemacht zu meinem provisorischen Lager. Brot. Das ist Seife. Und dann haben wir Müsli. Ich sage immer Müsli, ne? So ein, ja gar kein Müsli. Ungesunde Frühstücks-Schokopops. Also wie gesagt, da hat man schon zu tun mit den Regalen hier. Hat genau gereicht. So, dann haben wir hier noch Kaffee. Eier. Das, ja, das wollte ich erstmal aufheben. Kann ich das auch übereinander stapeln? Jetzt nicht mehr. Ah, das kann ich auch übereinander stapeln. Ey, cool. So, ich habe ja noch, naja, so viel Geld habe ich nicht mehr, aber bestelle ich noch irgendwas für den Fall der Fälle? Eigentlich. Wasser. Wasser, Mehl, Öl. So, okay. So mag ich das, wenn man schön auf Vorrat und alles einfüllen. Dann können die Kunden kommen. So. Jawohl. Und nochmal Mehl. Hier war voll. So, dann haben wir hier Mehl und dann haben wir hier nochmal Wasser. Da ist voll. Okay, das ist doch herrlich. So volle Regale. Ja, dann haben wir eigentlich. Bis auf den Kaffee. Ja, okay, kann losgehen. Kommen Sie rein, kommen Sie ran. So, Klopapier ist auch am Start. Guten Morgen. So. Erstmal Seife. So. Ach, passend, sehr schön. Okay, Klopapier. Tim, tim, tim. Tim, tim, tim. Jawohl, auch passend. Dankeschön. Ein paar Chips. Und auch passend, ey. Na, wenn, die letzten sechs Produkte kommen, haben wir hier auch schon ein cooles Sortiment drin, muss ich sagen.
18. Gucken wir mal, dass wir heute sehr viel Geld reinkriegen, dass wir das freischalten können und auch morgen alle Produkte kaufen können. Und dann müsste das eigentlich passen. Also bei Wein und Whisky, da denke ich, das wird mit das teuerste sein, was wir jetzt so im Einkauf hatten. Das wird bestimmt das Klopapier noch übertreffen. Also gerade der Whisky, beim Wein weiß ich gar nicht, gibt ja auch so ein Fusel für damals 99 Cent. Ich weiß gar nicht, was das heute kostet. Ich habe schon lange keinen Wein mehr gekauft. Aber früher haben die so 2,99, 3,99 die billigsten gekostet. Also wenn ich jetzt mal einen Wein kaufe, dann einen richtig besonderen. Der ist dann auch schon teurer. Auch mal so einen schönen Met. So richtig süß, dass das alles zusammenklebt. Trockenen Wein mag ich gar nicht. So. Jawohl, 50, 60, 1, 2, 3. So, haben wir es, jawohl. Ich kann mich ja auch immer so ein bisschen umgucken, dass ich dann so sehe, was noch im Regal ist. Das finde ich schon gut. Ich kann Duschgel einräumen. Shampoo, Entschuldigung. Da muss ich mal gucken, ob ich da jetzt den korrekten Preis habe. Hab ich gar nicht gemerkt, dass das leer war. 5, ja, okay. Ja, weil das auch so ein bisschen hier, da sah ich nur den grünen Rand, da war das so ein bisschen aus dem Blickfeld. So, oh, passend. Bam, 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 bam. 5, 6, 48. So, viermal Wasser. So, Wasser. Milch ist alles noch da. Reife. So. Wasser. Da ist noch voll. Ein Wasser ist jetzt noch übergeblieben, ne? Aber die Chips werden nicht los. Jawohl. Und Brot war noch. Hm. Brot wollten sie heute nicht. Mehl. So, ist Mehl auch leer. Und dann haben wir hier noch Öl. Noch Öl wollten sie heute auch nicht, okay. Aber wir haben schon mal wieder was aufgefüllt. Oh, ja. Die nächste Pandemie kommt bestimmt. Dann sind wir jetzt 5, 50. Jawohl, 26.
75. Es ist aber noch alles da, ne? Ja. Also das mit den zwei Reihen ist... schon nicht schlecht. 16. So, dann können wir... Ja. 1, 2, 3. So, 900 haben wir. Aber ich muss natürlich auch alles nochmal bestücken, ne? Es ist gleich 9 Uhr. Ist alles noch da? Reife. Ja, es ist alles noch da. Nur Kaffee könnte kriminell werden. Vor allen Dingen, wenn er so eine Kundin kommt wie die hier. 5, 6, 7, 8, 9. So, passend. Wir haben über 1000. Also freischalten können wir auf jeden Fall. 50, 60. Und so 10. So, sind sie der letzte Kunde gewesen? So, wir haben alles da, dass ich weiß, was in den Regalen war. So, das Öl noch. Okay. Das ist das Letzte, was heute übergeblieben ist. Also, das ist wirklich gut. Also, das mit den zwei Reihen... hat wirklich gut geklappt. So. Dann wollen wir das mal kurz freischalten. Rechnung hatte ich gemacht heute. Ja, Lizenzen. 475. Dann gucken wir uns das mal an. Market. So, wir haben Cola. Zap. Ja, das, wie gesagt, das wird sowas wie Sprite sein. Das geht von den Preisen. Wir haben... Ach, Mozzarella ist das. Alles klar. Fürs Kühlfach. Dann, das sieht mir aus wie so ein Parmesan. Fürs Kühlfach. Ne, die Preise sind... ...215 für den Whisky. Alles klar. Das werde ich... wird wieder vom Geld her nicht reichen. Ich muss erstmal die alten Sachen bestücken. Und Wein auch 100. Wow. Okay. Okay, okay. Gut, dann gucken wir mal, dass wir das aber mal hier bestückt kriegen morgen. Wie viele Kunden? Es sind immer noch nur 27, ne? Na okay. Okay, ihr Lieben, dann beende ich den Teil hier für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.